Dies gibt ein Tutorial für den klassischen Snake. Das wäre das Ziel. Also ich habe jetzt den Ball hier in Weiß gemacht. Man könnte ihn auch in Schwarz machen. Ich mache ihn mal auf. So sieht das Snake aus. Am Anfang war er in Weiß. Jetzt mache ich ihn mal in Schwarz. Deshalb nehme ich die großen schwarzen Teile hier. Ich bilde jetzt mit diesem großen schwarzen Teil und dem seitlichen weißen Teil bilde ich jetzt ein Dreieck. Also ich schaue dieses kleine weiße Teil hier an und mache daraus ein Dreieck. Solche Dreiecke. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich einfach auf eine andere Seite, habe hier schon zwei weiße Teile und bilde jetzt ein drittes Dreieck. Also wieder ein Dreieck. Hier ist es schön aufgegangen, kann ich wieder runtergehen, habe ich wieder zwei Teile vom Dreieck und drehe hier ein drittes Teil hin. Dann habe ich wieder ein weißes Dreieck und hier ist es wieder aufgegangen. Kann ich wieder runtergehen. Jetzt meine Überlegung hier, soll ich nach oben gehen oder nach unten? Am Schluss wird diese Lücke hier noch gefüllt, deshalb gehe ich nicht jetzt schon dahin, weil ich habe da noch ganz viele Teile. Also drehe ich jetzt nach unten. Ich habe da zwei weiße Teile des Dreiecks. Drehe nach unten und habe jetzt das dritte Teil wieder da für mein vollständiges Dreieck. Dann hier wieder wegkippen. Und ja, hier sind es bereits drei Teile. Damit das aufgeht, muss ich da noch auf die Seite gehen, damit es etwas Platz hat. Ja, und jetzt kommt eigentlich das Endgame. Hier haben wir zwei weiße Teile. Das dritte folgt. Und damit es Platz hat, muss ich da auf die Seite gehen, damit die hier schön nebeneinander hinpassen. Und da auch wieder zwei weiße Dreiecke. Hier ist das dritte. Und das letzte Stück muss ich noch abdrehen, damit es hier in die Lücke reinpasst. So habe ich den Snake nun in Schwarz gemacht. Und jetzt könnte man als Aufgabe das natürlich wieder in Weiß machen.